So, hallo zusammen. Ich hoffe, man hört mich. So, hallo zusammen. Ich hoffe, man hört mich. So, hallo zusammen. Ich hoffe, man hört mich. So, hallo zusammen. So, jetzt habe ich auch dieses Duplikat ausgeschaltet. Ist denn schon jemand hier und kann mir mal ein Hallo in. Ja, das Echo war ich. Ich hatte den Stream selber an. Das hat also dann immer wieder da reingestreamt. Das ist natürlich irgendwie doof. Ihr hört mich alle, ihr seid alle da. Ach, okay, genau. Genau, so. Ich freue mich, dass immerhin 18 Leute gekommen sind. Und ich werde heute ein bisschen Live-Coding machen. Ich werde zeigen, wie die Inputs im UI-Framework und die Refinery zusammenspielen. Ich werde vorher einen kurzen Vortrag machen und werde mich dann ins Live-Coding reinstürzen. Ich habe auch nicht allzu viel geguckt vorher, wie das genau funktioniert und was ich da machen muss. Und außerdem werde ich auch auf Deutsch reden und nicht auf Englisch, weil mich ganz ehrlich gesagt schon die ganze Technik und das Live-Coding ausreichend auslastet, so dass ich dann nicht auch noch in einer seltsamen Sprache vor mich hinreden muss oder in einer eher unbekannten Sprache, so dass ich dann ne, die Wörter finde ich auf Deutsch auf jeden Fall leichter. So. Ich würde mich ansonsten freuen, wenn ich regelmäßig von euch irgendwie ein bisschen Feedback im Chat bekomme, einfach weil sonst fühlt sich das Ganze leicht surreal an, hier vor dem PC zu stehen und in ein Mikrofon reinzulabern, ohne dass irgendwas zurückkommt von irgendwo. Sprich, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich mal was im Chat sehe und wenn es nur ein bescheuertes Emoji ist oder genau, oder ein doofes Feedback oder so. Also, das würde mich sehr glücklich machen. Ihr könnt natürlich auch zwischendurch immer Fragen stellen. Ich habe vorhin mal mit dem Stefan gemessen. Ich habe sowas wie eine Verzögerung von 4 Sekunden. Sprich, ich gucke, dass ich entweder mal zwischendurch Pausen mache und dann warte oder auch gerne einfach zwischendurch reinklappern, was ihr so an noch wissen wollt zusätzlich. Ich werde dann versuchen, da ein bisschen mehr drauf einzugehen und zu erklären, was ich da gerade mache. Ansonsten ist das Ziel, wie gesagt, ich möchte euch zeigen, wie die Inputs aus dem UI-Framework mit der Refinery zusammen funktionieren und werde dazu gleich einfach ein bisschen was vom Individual Assessment auf das neue Modell umbauen. Mal gucken, wie weit wir da so beikommen oder wie weit ich da so beikomme. Dabei werde ich halt dann immer so ein bisschen gucken, dass ich erkläre, was ich denn da gerade so denke oder was ich denn da gerade eigentlich so mache. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das unfallfrei funktioniert. Das wird sich dann gleich herausstellen. So. Ich wollte euch erstmal ganz kurz erklären, wie das denn alles so generell funktioniert und habe euch dazu ein paar lustige Folien gemalt. Und ich wollte erstmal euch mit der Frage kurz beschäftigen, was denn eigentlich an Lego so schön ist. So, oh, falsch, kleiner, so, nächste Folie. Die Frage ist also, warum ist denn eigentlich Lego so toll? Ich vermute, dass unter den Anwesenden sehr viel mehr Lego-Liebhaber sind als Playmobil-Liebhaber. Ich bitte die Playmobil-Liebhaber, mich kurz zu entschuldigen. Ich finde Lego besser und ich glaube, dass ich Lego besser finde, liegt daran, dass diese Lego-Teile eine sehr tolle Eigenschaft haben. Und zwar ist deren tolle Eigenschaft, dass wenn ich zwei davon habe, kann ich die miteinander verknüpfen und habe dann ein neues Teil, was im Wesentlichen wieder sehr gleich ist wie die anderen Teile vorher. Also ich kann das dann auch wieder verknüpfen. Und so kann ich immer und immer weitermachen und immer größere Teile aus den gleichen Lego-Teilen bauen. Ja, bis genau. Man kann die auch wieder auseinandernehmen. Das ist an Lego auf jeden Fall auch gut. Aber das Schöne ist, dass die Teile so Unmengen Kombinationsmöglichkeiten aufweisen. Und das liegt an der Eigenschaft, dass ich die halt auf eine Art verknüpfen kann, die wieder ein neues, gleichartiges Teil erzeugt. Die haben sozusagen ein Interface zueinander. Das sind diese Pinöppel und die Einbuchtungen. Spätestens da hätte mein Englisch auf jeden Fall vollkommen aufgehört. Ich weiß nicht, was das auf Englisch heißt. So kann ich die zusammenfügen und neue Lego-Teile quasi erhalten aus kleineren Lego-Teilen, immer größere Lego-Teile bauen. Das ist eine Eigenschaft, die findet man an sehr, sehr vielen anderen Stellen auch wieder, wenn man sich mit Programmieren beschäftigt, aber auch mit allen möglichen anderen Sachen. Beim Programmieren zum Beispiel findet man diese Eigenschaften, dass ich zwei Teile habe, die mit einer Verknüpfung wieder zu einem gleichen Teil werde, bei vielen Datenstrukturen wieder. Zum Beispiel ist das bei Strings so. Da habe ich eine Verknüpfung, Concat, kann ich aus zwei Strings einen neuen String machen. Die kann ich wieder mit anderen Strings verknüpfen, sodass ich immer und immer und immer längere Strings bekomme. Siehe zum Beispiel unsere Template Rendering Engine. Oder ich habe das gleiche mit Zahlen. Ich kann zwei Zahlen mit Plus verknüpfen.
bekomme eine neue Zahl, die ich wieder mit Plus mit einer anderen Zahl verknüpfen kann und so weiter und so fort. Oder mit Mal habe ich das Gleiche. Oder ich habe das mit Array Merge. Ich kann zwei Arrays mit Merge zu einem neuen Array machen und dann noch größere, noch größere, noch größere Arrays daraus herstellen. Oder auch zum Beispiel habe ich gerade eben noch, ist mir gerade eben noch aufgefallen, zum Beispiel wenn ich auf der Unix Command Line unterwegs bin, habe ich eigentlich so eine ähnliche Eigenschaft. Ich kann über, kann die Programme, die funktionieren einzeln, dann kann ich die mit einem Stream Prozessor, mit einer Pipe miteinander verknüpfen, bekomme dann sozusagen neue Programme, die ich dann wieder mit noch mehr Programmen zu noch größeren Programmen verknüpfen kann. Das ist also ein sehr, sehr mächtiges Design-Pattern, was zu Systemen führt, die Nerds wie ich auf jeden Fall immer sehr anziehend finden. Und das Design-Pattern hat auch einen Namen, beziehungsweise vielleicht ist irgendein Mathematiker hier, der mich nachher dann dafür an die Wand stellen wird, dass ich das jetzt so nenne. Aber das, ich merke mir das immer als Design-Pattern Monoid. Das ist sozusagen eine Struktur, wo ich verschiedene Teile habe, die ich mit einer Operation wieder zu gleichartigen Teilen verknüpfen kann. Das ist also was, wenn man sowas in seinem Problem findet beim Entwickeln, habe ich bemerkt, ist das ein ist das ein sehr mächtiges und sehr gut funktionierendes Design-Pattern oft. So, das ist, warum Lego so gut funktioniert. Und jetzt wollte ich euch erzählen, wie ich das auf die Inputs und auf die Refinery übertragen werde, um dann zu zeigen, wie man das denn auch gut nutzen kann. So, nächste Seite. Inputs kann man sich im UI-Framework oder auch ganz generell, also es gibt wahrscheinlich verschiedene Arten, wie man die modellieren kann. Wir haben die aber so modelliert, dass wir im Grunde uns einen Input vorstellen, ein Feld im Input vorstellen, als eine Box in rosa mit irgendwelchen Daten drin. So, zu der Box gehören alle äußeren Eigenschaften von diesem Gerät, zum Beispiel als was für ein HTML wird das visualisiert, was ist da für ein Label dran, hängt da vielleicht JavaScript dran, was da irgendwie mit interagiert, gibt es da einen Hilfetext dran, also eine Byline dran und solche äußeren Sachen, das sind die Box. Und in dieser Box sind Daten drin, die sind möglicherweise auch erstmal nur abstrakt da drin und das Datum ist das, was ich mit diesem Input eigentlich abfragen möchte. Zum Beispiel könnten das, in manchen Fällen sind das einfach nur ganz langweilige Zahlen oder Strings, aber es gibt durchaus auch Fälle, wo ich mit so einem Input was anderes abfragen möchte. Zum Beispiel gibt es Inputs, da möchte ich ein Data mit abfragen. Das ist dann in dem Inputfeld einfach als String repräsentiert, bei dem, was wir das haben. Aber die eigentlichen Daten, die in diesem Input drin sind, für die ich mich interessiere, ist ein Datetime. Oder zum Beispiel habe ich manchmal Felder, wo ich ein Benutzerlogin abfragen möchte. Auch das ist natürlich als String da drin repräsentiert, aber das Datum, für das ich mich interessiere, ist ein Benutzerlogin. Und das heißt also, bei den Daten geht es nicht unbedingt darum, auf welche Art sind die gerade irgendwie im Speicher abgelegt oder auf welche Art werden die vom Client an den Server übertragen, sondern es geht einfach um die Frage, was ist es, was ich damit abfragen möchte gerade? Was möchte ich dem Benutzer, was er mir eingibt? Und so ähnlich wie bei den Lego-Boxen, bei den Lego-Steinen haben wir bei den Input-Feldern halt auch verschiedene Arten, die zu verknüpfen, womit ich aus zwei Inputfeldern ein größeres Zusammengesetztes machen kann. Das sind zum Beispiel die Gruppen, da gibt es verschiedene von. Da gibt es einmal diese Optional oder Switchable Group, das sind die ein- und ausklappen. Die kann ich auch gerade mal kurz zeigen, damit sich jeder was darunter vorstellen kann. Die sehen so aus. Zum Beispiel kann ich hier aus der Gruppe kann ich hier eine auswählen. Oder ich habe auch Gruppen, wo ich einfach die an- und ausschalten kann. Das ist früher als Subforms bekannt gewesen. Das haben wir jetzt in Optional Groups benannt. Und das sind halt Möglichkeiten, wie ich aus mehreren einzelnen Inputs zusammen, hier also aus Input Item 1 und 2 und aus denen hier drin und so weiter, halt komplexere Inputs mir zusammenbauen kann, die dann aber wieder genauso funktionieren wie eines von diesen kleineren Inputs. Und so halt eine sehr hohe Kombinierbarkeit aufweisen. So. Genau, das andere Beispiel dafür, wie ich Inputfelder miteinander verknüpfen kann im UI-Framework, ist die Sektion, der Formularabschnitt mit der Überschrift und den Sachen darunter. Sprich, ich kann mit diesen Verknüpfungen zwei von diesen Boxen nehmen, die zusammenschieben und habe dann entsprechend da auch
dann andere Daten drin, die ich da plötzlich mit abfrage, nämlich sozusagen das Konglomerat aus diesen Einzeldaten, die ich da abfragen möchte. So, jetzt mache ich mir erstmal einen kleinen Moment Pause, da trinke ich nochmal einen Schluck Tee, warte meine 4 Sekunden, hat jemand da gerade erstmal irgendeine Frage zu? So, der Delay ist scheinbar vorbei. Hoffe ich doch. Und dann mache ich weiter. Ihr lebt noch, zumindest der Stefan lebt noch, das finde ich schön. Und zwar hatte ich jetzt gesagt, ich zeige euch, wie man das mit der Refinery macht. Und da habe ich ein sehr ähnliches Modell implementiert, um die Sachen da miteinander zu verknüpfen. Bei einer Refinery reden wir auf basaler Ebene über Transformationen. Das sind Vorgänge, die quasi Daten von A nach B übertragen. Also es geht wirklich um die reine Datenübertragung. Mathematiker würden das Funktionen nennen. Also es geht um sozusagen ein Mapping von Daten aufeinander. Es geht nicht darum, mit den Daten irgendeinen Seiteneffekt zu verursachen, irgendwie eine Ausgabe zu machen oder so, sondern es geht nur darum, wie mache ich aus den einen Daten die anderen Daten. Und die Transformationen in der Implementierung gehen mit sogenannten Results um. Das sind quasi immer, da habe ich sozusagen zwei Schienen, auf denen ich Daten übertragen kann. Ich habe einmal sozusagen die OK-Schiene in grün, ist die Schiene, die für die wirklichen Daten verantwortlich ist. Ich habe auf der anderen Seite eine Schiene, die ist für den Fehlerfall verantwortlich. Das ist die Error-Schiene. Da haben wir in Source Data, haben wir dann einen Datentyp für, der heißt Result. Der hat sozusagen zwei Ausprägungen, einmal halt Value und einmal Error oder OK und Error. Und diese Transformationen, die kann ich auch wieder mit einer Verknüpfung zu größeren Transformationen zusammenbauen. Kann ich also zwei nehmen, eine größere bauen. Die heißen in diesem Fall zum Beispiel Logical OR. Also ich kann sozusagen sagen, okay, ich möchte gerne diese oder jene Transformation anwenden, je nachdem, welche funktioniert. Ich kann die parallel anwenden, sprich, ich kann die eine und die andere anwenden und dann sozusagen ein Datum zu zwei Daten machen. Ich kann die hintereinander anwenden, sequential. Das heißt, erst die eine, dann die andere. Und damit kann ich sozusagen auch wieder aus den einfachen Transformationen halt komplexere mir zusammenbauen. Um das mir später nicht mit diesen zwei Schienen immer visualisieren zu müssen, habe ich hier noch einmal so eine etwas einfache Visualisierung gebaut. Da geht es einfach darum, dass sozusagen das gelbe Datum auf das orangene Datum, auf das pinke Datum übertragen wird. Und typischerweise sprechen wir, wenn wir darüber reden, keine Ahnung, mit dem Michael redet manchmal mit mir darüber, Alex, Timon, mit denen rede ich manchmal darüber, sprechen wir eigentlich von zwei Arten von solchen Transformationen. Das eine, das ist die Transformation, bisschen blöd, ist da sozusagen doppelt bewegt. Da geht es einfach darum, dass ich sozusagen auf der okayen Schiene von den Daten, auf der grünen Schiene einfach irgendeine Änderung mache. Zum Beispiel eine Zahl mit 2 multiplizieren wäre vielleicht eine Transformation. Die andere Schiene ist, dass ich sozusagen das Datum, was auf der grünen Schiene ankommt, prüfe und gucke, ist das in Ordnung? Und wenn das in Ordnung ist, geht das auch gleiche Datum auf der grünen Schiene weiter. Wenn das nicht in Ordnung ist, wechselt das sozusagen auf die fehlerhafte Schiene, das Datum, und wird zu einem Fehler. Zum Beispiel könnte ich bei einer Eingabe testen, ob zum Beispiel die Seitenzahl, die ich mir anzeigen möchte, ob die größer 0 ist. Es macht keinen Sinn, eine -1 zur Seite anzuzeigen. Das wäre eine Stelle, wo ich mit einem Constraint sozusagen dieses -1 von der OK-Schiene auf die fehlerhafte Schiene schieben würde. Das ist dann auch das, was Alex vorhin erzählt hat, was wir verwenden würden, wenn wir, oder was sehr viel verwendet werden wird, wenn wir die Refinery benutzen, um Input zu filtern. Ihr meldet euch, wenn ihr was habt, und ihr seid auch noch alle am Leben, hoffe ich. So, das sind jetzt die beiden Einzelobjekte gewesen, also die beiden einzelnen Libraries gewesen. Einmal Input, einmal Refinery. Und jetzt habe ich ja versprochen, dass es darum geht, wie man die zusammen verwendet. Und auch da habe ich wieder dieses Monoid-Pattern, was man da finden kann. Und zwar kann ich auch Objekte aus den Inputs und Objekte aus der Refinery miteinander verknüpfen. Die Verknüpfung, die ich da verwende, heißt With Additional Transformation. Die Bedeutung davon ist, ich nehme das Datum, was in der Inputbox drin ist, und wende da eine
wende da eine Transformation drauf an. Das kann dann halt entweder sein, okay, ich mache aus dem Datum was, ich mache da was, was sozusagen Wertvolleres draus, sage ich mal. Zum Beispiel nehme ich den String, der von meinem Client zurückkommt, und mache daraus ein Datetime zum Beispiel. Aber es ist natürlich genauso auch eine Möglichkeit, um die Daten, die dazu kommen, einfach zu prüfen. Sprich, ich gucke zum Beispiel, ist das Datum größer 0, was da kommt? Ist das in Ordnung? Und die Verknüpfung, mit der ich das mache, heißt with additional transformation. Da kann ich dann zum Beispiel eine Box mit einem gelben Inhalt nehmen und daraus eine Box mit einem orangenen Inhalt machen. Oder ich habe natürlich dann, dadurch, dass ich sozusagen jetzt auf verschiedenen Ebenen Sachen miteinander verknüpfen kann, kann ich zum Beispiel eine orangene Box nehmen, da eine Transformation nach Blau drauf anwenden oder auch zwei Boxen miteinander verknüpfen. Die Ergebnisse davon kann ich wiederum miteinander verknüpfen. Auf das, was dann da drin ist, kann ich dann wiederum eine Transformation anwenden, sodass ich am Ende quasi eine Box habe, wo dann mein lilanes Ergebnis drin ist, was ich dann weiterverarbeiten möchte. Sprich, das, was ich sozusagen mache, wenn ich die Inputs verwende, ist quasi mir einen Input zusammenbauen, das das Datum enthält, was ich nachher eigentlich haben möchte vom Benutzer. Und dafür benutze ich diese Verknüpfungen, die ich da habe, und Transformationen aus der Refinery oder auch welche, die ich mir selber schreiben kann, und bekomme so am Ende quasi schöne Boxen raus, in denen die Daten drinstecken, die ich von meinem Benutzer abfragen möchte. So, das war's mit dem Vortrag. Habt ihr soweit erstmal Fragen? Sonst würde ich nämlich gleich mit dem Live-Coding beginnen. So, okay, dann wollen wir mal mit dem Live-Coding beginnen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich gerne im Individual Assessment da gibt es auf jeden Fall eine Klasse, die ist die GUI-Klasse für die Settings. Und die möchte ich gerne jetzt auf, werde ich jetzt auf das Input-Framework umbauen. Und das ist einfach eine ganz normale GUI-Klasse, wie ihr sie alle kennt. Das ist diese hier. Da gibt es einfach so verschiedene Elemente dran. Und ich werde jetzt einfach mal von oben nach unten die umbauen. Und wenn es gut läuft, komme ich auch noch hier unten zu dieser allgemeinen Box. Und wenn es nicht so gut läuft, dann ist die nachher einfach raus. So. Und zwar habe ich mir das vorher schon mal hier angeguckt. Da gibt es hier einfach dieses InitSettingsForm. Das ist so eine alte IL-Property-Form-GUI, wo ich die Elemente wiederfinde, die ich da gerade eben gesehen habe. Und mein Ziel ist es jetzt, die in ein UI-Framework Input umzubauen. Was ich da zuerst einmal mache, ist, ich will mir zuerst einmal angucken, was das denn eigentlich ist, was da am Ende rauskommt. So, setFormAction, getFormAction this. So, jetzt kommt der Teil, den ich nicht mehr vorbereitet habe, wie ihr vielleicht schon merkt, sondern jetzt bin ich einfach in dem Coding. Also ich versuche jetzt erstmal rauszufinden, wie dieses Formular überhaupt verarbeitet wird. Weil das Erste, was ich jetzt halt machen werde, ist, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich den entsprechenden Datentyp habe, den ich in diesem Formular quasi abfragen möchte. Und da bin ich jetzt gerade erstmal am gucken, ob ich den hier schon irgendwo finde. Weil normalerweise getInfoSettingsUpdate. Ah ja. This Object Set Title. Okay, das hier scheint die Stelle zu sein, wo das gecheckt wird. Dann gucke ich mal gerade nach, was denn in dem Objekt da so passiert. Dann ist da Set Title. Ah, Get Settings, genau, das ist wahrscheinlich der, den ich suche. Settings Storage. Ah ja, okay. Individual Assessment Settings. So. So. Einmal vergleichen.
Content Record Template Vorlage Prüfungsfill required File required. Wunderbar, das scheint der Datentyp zu sein, den ich suche. So, jetzt mache ich erstmal einen Branch, damit ich mir hier nichts zerschieße. So. Wow, das dauert aber ganz schön lang. Ist das das Streaming, was mir hier meine Prozessor-Power-Cloud anscheinend. Jetzt ist ganz hängen geblieben. Na, wunderbar. So. Jetzt mache ich als erstes erstmal, jetzt ist mir erstmal hier aufgefallen, okay, an dem Objekt, da habe ich noch einen Title und eine Description, die habe ich jetzt normalerweise, habe ich jetzt hier nicht drin in meinen Settings. Die würde ich jetzt erstmal hinzufügen. Und dann ist mir gerade schon aufgefallen, ist das Objekt, was ich da habe, ist ein ganz normales Oldschool Mutable Object und wie einige von euch vielleicht mittlerweile schon mitbekommen haben, arbeite ich lieber, wenn es irgendwie möglich ist, mit Immutable Objects. Das sind Objekte, die ich nicht mehr ändern kann, wenn ich sie einmal erzeugt habe. Und der Grund, dass ich da lieber mit arbeite, ist, dass dass dadurch der Datenfluss in meinen Problemen expliziter wird und ich so mir quasi nicht so häufig selber in den Fuß schieße. So, jetzt mache ich hier nochmal eine Integer dazu. Object ID, damit ich weiß, wozu das gehört. Und dann gucke ich mir einmal hier den Konstruktor an. Da brauche ich gar nicht das ganze Individual Assessment, da reicht mir eigentlich eine ID und dann ist das halt noch alles ganz schön oldschool hier und ohne Type-Hints, die füge ich jetzt mal gerade hinzu. Und was haben wir jetzt hier? Description, Record Template, Beschreibung in der Vorlage Prüfungskontent habe ich vergessen anscheinend, genau. Record Template, Pflichtangaben, Pflichtangabe, Event Time Place required. So, das da und noch File required. So, und jetzt habe ich hier unten noch diese zusätzlichen Funktionen. Das sind welche, die kommen aus dem Objekt-Service im Moment. Der hat leider noch gerade keine Anbindung an das Input-Framework vom die Inputs vom UI-Framework. Deswegen werden die gleich erstmal verschwinden. Aber wie gesagt, wenn alles gut läuft, komme ich da heute noch hin. So. Okay, jetzt mache ich erstmal hier das alles relativ langweilig. Ja. So. So, jetzt könnte man sich ja mal fragen, ob man irgendwelche Bedingungen hat, die hier gestellt werden, die durch die Typisierung da noch nicht abgedeckt ist. Ich glaube, sehe auf jeden Fall keine. Manchmal ist das noch so, dass man da zum Beispiel typischerweise, habe ich ganz oft, dass man irgendwas größer 0 haben will und dass man das dann noch explizit abdecken muss, weil Integer diese Bedingung ja nicht ausdrücken kann, dass irgendwas größer 0 ist. Und genau, da müsste man das jetzt hier im Konstruktor machen, weil eine gute Regel aus der objektorientierten Programmierung ist ja, dass sich Objekte um ihren eigenen Zustand kümmern sollen. Und das mache ich halt auch immer so. So, jetzt ist hier offensichtlich noch sowas wie ein Dev-Content. Was ist das? Default-Content. Okay. Mal gucken, ob ich das noch brauche. Ach so, das ist, wenn nichts gesetzt ist. Okay. Ich glaube, das gehört da nicht drin, aber gucken wir mal später. So, jetzt habe ich hier die ganzen Getter. Die sind okay. So.
Pfadfinderregel einhalten. Und dann fehlen mir hier noch entsprechend zwei neue Getter. So. So, Title und Description hatte ich noch. Ja. Okay, Title, Description, hier muss ich einmal... Ihr dürft mich übrigens auch gerne darauf hinweisen, wenn ich Quatsch mache. Und wenn ich dann auch noch zufällig in den Stream, in den Chat reingucke, dann sehe ich das vielleicht sogar. Aber ich... Wenn ihr was seht, sagt ruhig und haltet euch nicht zurück. Schreibt ruhig. So. Okay. Get Object ID, sagst du? Ja, es fehlt ein J. Sehr gut aufgepasst, Laura. Ich bin begeistert. So. Jetzt mache ich hier auch überall mal erstmal Get vor, so wie das jetzt in Elias Standard ist. Damit das auch nachher alles schön ordentlich und gleichförmig aussieht. Warum ist das denn eine Integer? Das ist ja Quatsch, das ist ein Boolean. So, jetzt könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen Liebe auf die Kommentare verwenden, aber das mache ich jetzt nicht, weil ich eure Zeit nicht mit Wordsmithing allzu viel, zumindest nicht, verbrauchen möchte. Wow, Laura. Ach, Guido, sorry, ihr seid ja der Hammer. So, jetzt habe ich alle da abgefrühstückt und dann mache ich jetzt erstmal die Setter weg, weil, wie ihr wisst, mag ich Setter nicht. Das sind ja sozusagen mutable Vorgänge. Da kann ich dann sozusagen ein bestehendes Objekt mit ändern und das heißt dann halt immer, dass ich mir so einen potenziellen sozusagen irgendwo Background-Kanal einrichte, wo ich dann plötzlich, indem ich hier was ändere, an einer ganz anderen Stelle quasi plötzlich eine Änderung in meinen Daten habe. Und wenn man immutable Objekte verwendet, dann muss man halt diesen Datenfluss von A nach B halt deutlich expliziter formulieren. So, jetzt haben wir so was Ähnliches jetzt schon ein paar Mal bei Study Program gemacht und da hat sich herausgestellt, dass scheinbar folgendes ein ganz gutes Pattern ist, und zwar, dass ich an dieser Klasse, mit denen die Daten hält, für die ich mich interessiere, dass ich da eine Methode hinterlege, die heißt toFormInput. Ich gucke mir das jetzt gerade einmal an, wie ich das beim Study Program gemacht habe, damit ich da das gleiche Wording wähle und nicht ein anderes. Das wäre dann wieder ärgerlich. So, und zwar hier. Habe ich das schon mal gemacht? Oder? Was ist das? Fehlt das hier? Ist das nicht hier? Wo habe ich das denn? Na, habe ich das woanders gemacht? Habe ich das hier gemacht? Nicht auf dem richtigen Branch. Ja. Ist das denn da noch nicht? Mal aber das Neueste hier holen. Stefan, wie haben wir das noch genannt? Bei den neuen Objekten. ToFormInput, genau. TypeInfo, okay.
Gucken wir da mal gerade rein. Okay. Wow. Das Classes Types. Study Program Type Info. Type Info, okay. So, genau. Da ist sie. Dann nehme ich mal die gleiche hier, den gleichen, die gleiche Form. Also, das ist ja sozusagen, was ich da mache. Also ich habe am Anfang so ein bisschen überlegt, wie ich denn an diese, ich brauche ja, um die Inputs zu erstellen, brauche ich ja jetzt verschiedene Factories, einmal von den Inputs selber, aber auch von Refinery, und damit ich ein bisschen was mit Sprachen machen kann und nicht nur ungelabelte Sachen da ausgeben muss, brauche ich auch noch Language, und dann habe ich so ein bisschen überlegt, wie bekomme ich die denn in meine Klasse rein, und typischerweise machen wir jetzt ja in letzter Zeit häufig Constructor Injection für Dependencies, die Klassen benötigen, aber das ist bei einer Klasse, die nur einen Wert irgendwie repräsentiert, nicht so richtig angemessen, weil ich will ja die explizit so haben, dass sie nicht irgendwie an irgendeine Umgebung gebunden ist. Ich will ja zum Beispiel in einem Testszenario mir schnell einen von diesen Werten erstellen können. Dann war die Frage so ein bisschen, okay, wie kriege ich denn trotzdem die Dependencies da rein? Und da scheint es ein ganz gutes Pattern zu sein, wenn man diese Dependencies dann stattdessen einfach als Argumente an die Methode übergibt, die sie dann letztlich brauchen. Das wäre nämlich hier auch sehr auffällig gewesen, dass diese Dependencies auf die Input Factory, die Language und die Refinery, dass die halt eigentlich dann nur in dieser einen Methode genutzt worden wären. Und so auf diese Art entkoppel ich sozusagen, also kann ich sozusagen den Großteil dieser Klasse nutzen, auch wenn ich quasi diese Factory für die Inputs, die Sprache oder die Refinery halt gerade nicht zur Verfügung habe. Und erst wenn ich die wirklich für die konkrete Aufgabe, nämlich hier einfach so einen Form-Input zu erstellen, wenn ich die dafür brauche, erst dann ziehe ich mir die da rein. So, was ich jetzt ja mache, ist hier oben diese Sektion abbilden wollen, die heißt Einstellung, also muss ich jetzt erstmal einfach eine Sektion zurückgeben, und zwar kann ich mir dann einmal hier, kann ich mir dann einmal hier kurz angucken, wie die denn hier so aussehen. Eine Section ist hier, und zwar hat sind da die Parameter, sind die enthaltenen Inputs und dann anscheinend der Titel und eine Byline. So, das heißt, hier kommen gleich die enthaltenen Inputs hin. Der Titel ist Language Text und wahrscheinlich gibt es dann doch die Sprachvariable, die das Settings heißt. Mal schauen, ob ich da richtig geraten habe. Und eine Byline habe ich gerade nicht. Ich mal gucken, ob die, ist sie denn überhaupt verpflichtend? Wahrscheinlich aber auch, ist sie auch gar nicht verpflichtend. Können wir jetzt ja mal nachgucken. So. Ach, selbst nicht mal Label wäre verpflichtend. Ah, nee, Group ist das Label nicht verpflichtend. Okay. Byline ist nicht verpflichtend. Okay, das heißt, so reicht das schon mal erstmal. Und dann habe ich jetzt hier eine Section mit den Dingern, die da enthalten sein sollen. So, jetzt habe ich ja gerade eben erzählt, dass Section so eine Möglichkeit ist, quasi aus vielen kleinen UI-Inputs ein großes UI-Input zu machen. Das sieht man hier auch an dem Type-Hint für das Return-Value von dieser Methode. Und jetzt geht es natürlich darum, da die kleineren Inputs reinzufüllen, und zwar mache ich da jetzt einfach die in dieser Reihenfolge rein, wie ich sie hier auch vorfinde, und zwar habe ich zuerst einfach eins, das ist einfach ein ganz normales Textfeld, heißt das auch einfach Text, ne? Text, genau, Text. Da sind wahrscheinlich, ist da einfach Titel und Byline, ne? Titel und Byline, jo, so. Das heißt, dann nehmen wir jetzt wieder Title, und ich glaube, eine Byline gibt es hier gar nicht für diese Titelfelder normalerweise. So, dann geht's weiter, dann habe ich die Description.
Ja. Dann geht es weiter mit Beschreibung, Inhalt. Ja, das ist eine Text Area. So, das ist auch Quatsch. Text Area. So, jetzt habe ich die noch zweimal für Inhalt und Vorlage Prüfungsnotiz. So, Content. Und dann habe ich hier drin Vorlage Prüfungsnotiz. Jetzt muss ich mal. Ich mach mal. Wie könnte das heißen? Record Template wahrscheinlich. Gucken wir gleich mal, ob das alles so richtig ist. So, hier haben wir auch noch eine Byline. Ich mache da jetzt einfach erstmal wild die Sprachvariablen rein und guck nachher, ob das stimmt. Upp. Datum und Ort, da habe ich zwei Checkboxen. So, hier auch noch. Record Template Description. Vielleicht heißt es auch Byline. Naja. So, Checkbox für die Pflichtangabe Ort und Zeit. Event Time Place Required. Habe ich da noch? Da habe ich auch eine Byline. Event Time Place Required Description. Und dann habe ich noch eine letzte Checkbox für File Required. So. Record Template Byline Language. Ja, super, danke Max, das ist sehr hilfreich. Das heißt, hier sind wahrscheinlich, ist wahrscheinlich überall Byline, ne? Anstatt Description. Description wird Byline. Hey. So, okay. Wo fehlt mir. Achso, da unten fehlt mir ein G, nee. Nee, da war ein Prozentzeichen zu viel. So, jetzt habe ich erstmal da die ganzen Felder reingebaut und jetzt ist das natürlich so, dass das blöd ist, wenn da nur die Felder sind, ohne was Inhalt. Jetzt muss ich ja natürlich gucken, dass da entsprechend der richtige Inhalt drin ist von dem Objekt, was ich gerade in so einen Formular-Input verwandeln möchte. Und zwar mache ich das jeweils mit einer Funktion auf diesen Input-Feldern, die es überall gibt, die heißt withValue und zwar ist es so, dass withValue ist sozusagen das Anzeige, der angezeigte Wert, der da drin ist. Das ist manchmal ein bisschen was anderes als der Wert, den ich, also als das Datum, was ich sozusagen abfrage, wenn man nochmal denkt an Daytime, dann ist das der angezeigte Wert ist einfach ein String, während das Datum, was ich in diesem Feld habe, tatsächlich einfach ein Daytime ist. So. Und da füge ich jetzt einfach von hier aus, wo ich gerade bin, hatte ich ja gerade eben die ganzen Getter hinzugefügt, füge ich jetzt einfach diese entsprechenden Getter ein. Das ist jetzt alles relativ mechanisch. So, Kommas zu viel, bisschen Namen ändern, Content, Record Template, Event Time and Place Required und Get File Required. So. Okay, jetzt habe ich fast alles gebaut, außer dass ich den Titel required haben möchte. Das heißt, da mache ich jetzt einfach noch einmal dran with required. So. Und das war's. Typo-Eskalation jetzt, wo? Okay, ich mal gucken. Können wir gleich, kann ich mal gerade einmal checken, ob das zumindest syntaktisch funktioniert. Mm.
30. Was haben wir da? Ein Komma zu viel, ein Komma zu wenig. Hier ist auch noch ein Komma zu viel. Da ist eins zu wenig. Ist eins zu viel. Ist eins zu viel. Okay. So. Jetzt habe ich mein Formular hier modelliert. Genau. Bis auf die Teile hier unten. Die kommen, wie gesagt, woanders her. Ich habe hier jeweils die ganzen Felder eingebaut und habe da die Werte eingefüllt, die gerade in dem Gerät drin sind. Und da die entsprechenden Eigenschaften von diesen einzelnen Formularfeldern gebaut. Das war jetzt der Weg raus sozusagen. Jetzt geht es da noch drum, jetzt brauchen wir noch den Weg rein. Und zwar habe ich jetzt im Moment, ist das so, dass quasi die Sektion als Datum das enthält, was ich hier oben im Grunde angegeben habe. Sprich, wenn ich jetzt das mir angucken würde, was in dieser Section als Datum drin ist, würde ich einfach eine Liste bekommen, die die Eingaben aus den Einzelfeldern enthalten. Ich könnte hier auch noch so Keys hinzufügen, dann würde mein Array, weil ich bekomme auch diese Keys enthalten, aber das mache ich jetzt gar nicht, weil ich nämlich glaube, dass wir das nicht brauchen, weil jetzt füge ich da hinten eine neue Transformation dran, die mir nämlich dann diese Einzelwerte wieder zu meinem Individual Assessment Settings Objekt macht. So, und zwar habe ich da in der Refinery eine ganze Reihe von vorgefertigten Transformations, die ich dafür verwenden kann. Ist die Frage, ob die schon dabei ist, die ich brauche. Genau. To. Group. Okay. Tuple of to new. Okay. Also, ich nehme hier diese to new Transformation, das ist eine, die erzeugt einfach eine neue Instanz von einer Klasse mit den übergebenen Werten in der Reihenfolge, wie sie reinkommen. Also die ruft den Konstruktor auf mit den Werten aus dem Array, was reinkommt. Und zwar möchte ich da einfach jetzt ein neues Objekt erzeugen. So, und zwar soll das einfach von dieser Klasse sein. So. Jetzt habe ich halt, wie gesagt, habe ich sozusagen diese Sektion, die vorher sehr ein Array von Werten enthalten hat, mit einer Transformation verknüpft, die aus diesem Array von Werten eine Instanz einer Klasse macht. Und das heißt, jetzt habe ich quasi ein Inputfeld gebaut, was beim Benutzer Individual Assessment Settings abfragen kann. So, jetzt gucke ich erstmal, ob das funktioniert und versuche das jetzt mal hier einzubauen. Und zwar sind wir bei Edit, glaube ich. Edit, wunderbar. So, Edit. Wo ist es? Da ist Edit. Machen wir das mal hier erstmal weg. Machen das hier auch erstmal weg. So, wo kriege ich denn jetzt hier so ein Individual Assessment Settings her? Habe ich noch gar nicht. Frage ich mich jetzt auch gerade erstmal. Ich gucke jetzt erstmal, ob das funktioniert. So, jetzt baue ich mir erstmal neue Individual Assessment Settings. So, ich baue mir jetzt mal einfach welche und gucke mal einfach, ob ich das schon mal hinkriege, das Formular auszugeben. So, ein Titel, eine Beschreibung, ein Inhalt, eine Vorlage, was habe ich hier noch? Template. Also eine ID brauche ich oben noch. Ich mache einfach die 0. True, false. So. Dann kann ich mir das ja zu meinem Feld machen, indem ich toForm aufrufe. So. Da wollen jetzt hier
Abhängigkeiten übergeben, die werden die Field Factory, jetzt mache ich mal, ich mache jetzt mal gerade hier Quick and Dirty, ziehe ich mir einmal den Dependency Injection Container da rein und dann gucke ich mir erstmal, dass ich das einmal angezeigt kriege. Natürlich wäre das jetzt keine Art, den da einfach per Global reinzuziehen, sondern optimalerweise sollte der jetzt über Constructor Injection in diese GUI-Klasse reinkommen. So. Und zwar möchte ich erst den Dependency Injection Container einmal UI Factory Field Factory, da möchte ich Input Input Field bekommen, glaube ich. So, dann möchte ich Language haben. So, hier ist ein C zu wenig. Dann möchte ich Language haben. Ich glaube, das finde ich hier so drin. Und ich möchte die Refinery haben. Die finde ich hier sicherlich so drin. So. Jetzt sollte das optimalerweise, habe ich jetzt ein Feld, was mir diesen Inhalt enthält. Jetzt muss ich da nur noch einmal ein Formular draus machen. Dafür nehme ich mir jetzt einfach mal hier, kopiere ich mir das jetzt hier einfach mal weg. Ja. Was ist das? Weg damit. Und dann gucke ich mal, ob das schon so tut. Achso. Falsche Kombination. So. Factory, wunderbar. So. So. Und dann das Ganze rendern. So, jetzt werdet ihr wahrscheinlich gleich Zeuge, wie ich ungefähr 10 Iterationen lang hier irgendwelche Sachen hinterher fixe, aber so, das sollte der Sache schon mal nachkommen. So, mal gucken. Erster Versuch. Ah, Input expecting bla bla bla. Da fehlt ein Komma. Das ist gut. Das ist schön einfach. Das Komma fehlt hier. Must be of type int object given called in www. Oh, okay. Da wird das irgendwo geladen. Settings. Okay, was ist denn da? Object construct factory instance. Okay, okay, okay. Load settings. Einfach mal das Lesen geradeaus. So, okay. Mach's mal hier einfach aus. Ich will ja gerade nur gucken, ob das Formular funktioniert und dann geht's von da aus. Da fehlt nochmal ein Komma, das ist korrekt. Da ist auch was zu viel, das ist auch richtig. Field Factory, ah, da habe ich einen Type hin verdaddelt. Da muss ich hier einmal, genau die brauche ich, habe ich dort die direkt auch noch mit. Wunderbar. Okay, da muss ich offensichtlich dann doch ein kommen with required. Es ist required. So. Call to, ja, da ist das LN. Warum hat mich da keiner von euch Nasen darauf hingewiesen, wo ihr doch gerade eben alle so gut darauf geguckt habt? A call to in UI Service Input. Da muss ich ein Factory, habe ich da vergessen. Hm.
UI Services Renderer. So, ich räume gleich noch ein bisschen auf, aber jetzt sind wir schon fast am Ende. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Warum sehen wir nichts? Render Form Edit wird hier aufgerufen. This Command, weil ich das in das Global Template einpflegen muss, vermutlich, ne? So. Fill Form, Render Form. Render Form. Ah ja, das muss ich machen. Okay. So, sieht noch alles ziemlich hässlich aus. Mache ich gleich noch alles ein bisschen schöner. Erstmal einmal zum Funktionieren bringen. So. So, sehr schön. Jetzt habe ich natürlich, wie erwartet, da die Bylines alle verdaddelt, aber das fixe ich mal später. So, und jetzt habe ich mir das da schon mal angezeigt gekriegt. So, jetzt mache ich erstmal hier so ein bisschen Ordnung. Das finde ich irgendwie, doof. So, und zwar brauche ich hier, ziehe erstmal die diversen Factories, die ich da brauche, nach oben. Okay, also das Input Factory, this Refinery, was brauchte ich da noch? Ich glaube noch den Renderer, this UI Renderer. So. So, die Refinery. So, wenn ich das nämlich jetzt schon mal hier oben in den Konstruktor reinziehe, dann ist der Weg nachher da eine Constructor Injection draus zu machen auch überhaupt nicht mehr weit. So. Deswegen mache ich das immer so, dass ich die Abhängigkeiten dann oben schon mal in den Konstruktor reinziehe. Dann kann ich nachher gucken, ob ich dann den Dependency Injection Container da komplett loswerde jeweils. So, jetzt kann ich hier einfach über... Ach, Language brauche ich auch noch. This Input Factory. Was habe ich denn? Habe ich Language? Habe ich auch schon. Sehr gut. This LNG und this Refinery. So. So. Hallo. Okay. Mal probieren. Immer noch gut. So. Dann will ich jetzt mal natürlich versuchen, hier erstmal das wirklich zu laden, hier das Ding. Das mache ich doch mal so, dass ich mir erstmal mal angucke, wie das hier war. Da hatte ich hier schon so ein. Jetzt mache ich erstmal da oben die ganzen Require Ones weg. Jetzt alles. Ich nehme jetzt hier einen Autoloader, dann brauche ich das nicht mehr. Das ist schon mal ganz gut. So, wo war das denn hier? Da habe ich schon so ein Individual Assessment Setting Storage DB und dann lade ich die und dann setze ich die hier auf mich selber drauf. Okay, so Load Info Settings This. Das heißt, ich gucke mir jetzt mal hier diesen Storage an.
Ah, der wird dann auch da in diesen hier drin sein, ne? Jupp, so, tschüss. Okay, so, Create Settings. Okay, Load Settings. Okay, da gibt es auch offensichtlich ein Interface für. Was ist da so drauf? Wo kommt das her? Wo kommt das her? Individual Assessment Settings Storage, okay. Settings auch in Interface, okay. Das verarsche ich mich regelmäßig selber mit diesem Interface-Ding. Das haben wir früher, glaube ich, mal gemacht, aber ich habe da mittlerweile mit aufgehört. Und dann finde ich diese Interface-Verzeichnisse oft nicht mehr. So, jetzt kann ich hier erstmal ein bisschen drin rumaxten. Und da ganz viel Zeug rausschmeißen, was wir nicht mehr brauchen. Da kriege ich dann zurück. Individual Assessment Settings. So, dann kann ich das hier loswerden. Genau, das ist ja hier das Repository Pattern. Ich bin mir sicher, ihr habt alle schon mal davon gehört. Da geht es darum, dass man die Datenbankzugriffe in einer Klasse kapselt, die sich Repository nennt. Und das macht man deswegen, weil man dann erstmal sozusagen sagt, von der Business Logic Perspektive aus gesehen, mir ist es eigentlich egal, wie die Sachen gespeichert werden, ob das jetzt in einer SQL-Datenbank ist, als, keine Ahnung, JSON-Dump auf der Festplatte oder auf irgendeine andere obskure Art und Weise, dann man hört sozusagen auf, über SQL zu reden oder über eine Datenbank irgendwie spezifisch zu reden, sondern man redet einfach darüber, dass es ein Repository gibt und dieses Repository ist quasi das ist der Bewahrer der Wahrheit über eine bestimmte Menge von Objekten und immer wenn ich sozusagen was geändert habe an diesen Objekten, muss ich zum Repository gehen, stopfe das da rein und wenn ich wissen will, wie es um gewisse Objekte steht, gehe ich zum Repository und ziehe mir die da raus und ich interessiere mich nicht mehr dafür, wie genau das stattfindet mit dem Speichern und so weiter. Und natürlich ist das de facto so, dass ich natürlich trotzdem noch eine Art habe, wie ich das speichere. Das ist in unserem Fall natürlich immer noch SQL. Aber ich habe dann einfach Inline in meiner GUI-Klasse zum Beispiel oder in meinen, keine Ahnung, Business-Logic-Klassen habe ich dann nicht mehr irgendwie SQL-Statements. Aber ich habe dann einfach Inline in meiner GUI-Klasse zum Beispiel oder in meinen, keine Ahnung, Business-Logic-Klassen habe ich dann nicht mehr irgendwie SQL-Statements drinstehen, sondern ich programmiere gegen so ein Repository und kann dann zum Beispiel auch, wenn ich teste, dieses Repository einfach entsprechend durch irgendeinen Test, irgendeinen Mock ersetzen oder was auch immer dann da gerade am Start ist. So. Jetzt lese ich hier die Sachen ein. Okay. Individual Assessment. So, jetzt hatte ich ja hier erstmal Object Get ID. Dann hatte ich hier Object Title. Und hier hatte ich Object Get Description. So. Description. Und das könnte es jetzt sogar schon fast tun. Was ist das hier? Ach so, okay, wenn ich das noch nicht ge Wenn ich für ein neues Objekt das anlege, das sieht aber auch fishy aus. Später auch nochmal angucken, mache ich aber nicht jetzt. Also mal gucken, ob das jetzt schon funktioniert oder ob es jetzt nochmal explodiert. Das explodiert natürlich. Ja, wo willst du denn? Wo bist du denn da? Wo beschwerst du dich denn da? Load Info Settings. Soll ich mal erstmal hier Quatsch zu. So, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Load Info Settings, okay. Ach so.
nicht so viel gleichzeitig machen. Machen wir das mal wieder weg. Obwohl, nö, warum? Load Info Settings, okay. So. Okay. Wie sieht's jetzt aus? So, okay, cool. Jetzt habe ich das schon mal geladen gekriegt. Nee, habe ich nicht. Ich muss hier das auch tatsächlich laden. Okay, das scheint geklappt zu haben. Jetzt sind hier in diesen Info-Settings vom in diesen Settings vom Individual Assessment sind jetzt die Settings drin, die ich da geladen habe. Gucken wir mal, was damit so passiert. Settings, Settings. So, jetzt in dieser GUI-Klasse könnte ich jetzt hier vielleicht so ein Objekt bekommen. Parent GUI Ref ID. Okay, hier in this object ist das Objekt drin. Jetzt muss ich hier einmal gucken, wie ich die Settings kriege mit Get Settings. Okay. Das heißt, ich mache jetzt mal das hier weg und hole mir einmal die richtigen Settings. Get Settings. So. Okay. Und wunderbar, jetzt habe ich da schon mal die richtigen Settings von diesem Objekt geladen. So, jetzt war ja der Punkt nicht nur, dass ich das laden wollte, sondern ich wollte das auch tatsächlich speichern. Damit mache ich jetzt mal weiter. Und zwar gucke ich jetzt erstmal, ob es gibt hier ein Set Settings. Das ist schon mal gut. Das gibt es. Dann gibt es hier bestimmt auch irgendwo einen. Heißt das Write oder Save? Liebe Elias-Entwickler. Update heißt es, genau. Update Setting. Mhm. So. Jetzt mache ich erstmal das so, dass wenn ich hier Set Settings aufrufe, dann habe ich ja jetzt den Titel und die Beschreibung. Habe ich jetzt in den Settings sozusagen dupliziert. Das mache ich jetzt erstmal. Das mache ich jetzt erstmal so, dass ich das einfach hier wieder einpflege. Das ist natürlich nicht das, wo das am Ende landen soll, aber das ist im Moment, glaube ich, erstmal der fixeste Weg. So. Und dann muss ich das ja tatsächlich hier irgendwie gegen einen richtigen Endpunkt posten. Was habe ich denn bisher da weggemacht? Dann finde ich vielleicht da wieder raus, wie denn der Endpunkt heißt, gegen den ich das posten muss. Fill Form. Okay, Fill Form. Set Values by Array. Okay, Fill Info Form. Settings Form. Ach, hier, ach, das ist ja super. Da finde ich hier die ganzen Sprachvariablen. Das ist ja toll. Okay. So. Okay. Content Explanation. So, wenn jemand mal sich berufen fühlt, eine Naming Convention für Sprachvariablen zu bauen, dann bin ich demjenigen hochgradig dankbar. Dann stellen sich solche Fragen vielleicht auch in Zukunft nicht mehr, aber jetzt habe ich sie ja trotzdem. Jetzt heißt die nächste der Info, oder was? Event. Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Ich weiß auf jeden Fall, wem es nicht aufgefallen ist. Das bin nämlich ich. So, okay. Jetzt müsste das ja schon mal hier weiter funktionieren. So. Und dann gucke ich mir hier ab, gegen was für eine GetFormAction das ist. Das ist ja super. Dann nehme ich das hier doch auch mal. Okay. Smuggled
Also hier hin. So, das machen wir da hier noch ein bisschen lesbarer. So, okay. Und dann bin ich hier in Edit. Mache ich wahrscheinlich nach hier irgendwo ein Update, oder? Update, ja. So, Update. Wo ist denn noch ein Update? Update. Okay, so. Nehme ich das erstmal alles, kopiere mir das nach oben, damit das schön unter Edit ist. Und dann gucke ich mal erstmal, ob ich hier lande. Quatsch, speichern drücken. Speichern. Nee, dann lande ich da anscheinend nicht. Was schickt der denn hier ab? Command Post, gar kein Command. Okay. Quatsch. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das denn hier? Da habe ich doch hier bestimmt. Da habe ich da bestimmt auch irgendwo ein Form. Retype. Ich versuche gerade rauszufinden, wie ich das mit dem Post da richtig mache. Wenn jemand da schneller ist als ich, dann nehme ich gerne Hinweise über den Chat, wie ich das mit dem Post richtig mache. Get Form Action by Class. Nehmen wir das mal hier, okay. Get Form Action by Class. Update. So, könnte das so funktionieren? Lebt ihr noch? Lebt ihr noch? Das Kommando versteckt sich hinter dem Button. Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass sich das hinter dem Button versteckt. Ja, okay, jetzt habe ich es hingekriegt. So, okay. Jetzt komme ich hier ein Update an. So, jetzt will ich ja einfach wieder das neue, jetzt will ich die neuen Ergebnisse aus dem soeben geposteten Gedöns extrahieren. Dann mache ich mir jetzt erstmal wieder hier so ein Bildform-Teil, damit ich das mich dann nicht wiederholen muss. Und zwar, oh, das ist auch noch zu viel hier. Dann mache ich das hier. Okay. Eigentlich kann ich da doch wieder Edit nehmen auch. Da muss ich doch gar nichts machen. Na, egal, gleich mal gucken. Contain. So. So, jetzt brauche ich wieder, bin ich wieder auf dieser gleichen Seite, auf jeden Fall. Eigentlich kann ich da wieder Edit nehmen. Ja, guck mal, mache ich einfach so. Okay, dann brauche ich auch diese Spezialmethode hier nicht. Kann ich die wieder wegmachen? So. Okay.
Genau, dann zeige ich das doch mal wieder an. Und holen wir das erstmal ja wieder, holen wir das dann auch zurück, damit ich das eventuell weiterverarbeiten kann. So. Und zwar kann ich jetzt einfach auf dem, jetzt muss ich noch, genau, ich muss an das Formular noch die geposteten Sachen dran packen. Deswegen brauche ich das so. Okay. Ich muss hier mit, ich muss hier noch die Daten ranpacken, die gepostet wurden. Da gibt es so eine with bis da gibt es dann hier mit with data oder so ähnlich, Data Processing, genau hier. Da muss ich mir den Request holen, den HTTP-Request und kann mir den dann da dran kleben mit with Request, genau, okay. Das heißt, ich muss das doch wieder so auseinanderbauen, wie ich das gerade eben hatte. Okay, so, okay. So, okay, wunderbar. Ja, ich glaube, Max, das mit dem, das Echo und Die ist die, das ist der einzige Debugger, den ich in PHP tatsächlich benötige. Alles andere ist, ist Shishi. So. With. Jetzt hole ich mir. Jetzt packe ich da die Daten an, die gepostet wurden. Das mache ich nicht mehr, indem ich das Post-Array da dran packe, sondern es gibt jetzt hier so diesen HTTP-Service. Das sind, ist so ein neuer, ja, sagen wir mal, PHP-Community-Standard, der da verwendet wird. PSR7 ist es, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett täusche. Und das ist, das sind sozusagen die herkömmlichen Super Globals, alle in etwas, sagen wir mal, Editor- und menschenfreundlichere Klassen gerappt. Und die verwenden wir, was heißt verwenden wir, ist vielleicht gelogen, aber die kann man zumindest auch mittlerweile verwenden. Und die stecken in diesem HTTP-Service drin und da packe ich jetzt einfach an das Formular, was ich habe, packe ich jetzt diesen Request dran, damit das Ding auch weiß, was für Daten gepostet wurden. Und dann mache ich jetzt im Moment einfach erstmal, da ich mir das wieder anzeigen lasse, nur um einmal zu gucken, ob das denn wieder funktioniert jetzt. So. Okay. Nochmal posten. Was wie auf Type in String given? Wo bin ich denn da? Ach ja, okay, guck mal, das ist nämlich schon hier, da ist schon ein Ausdruck von dem with request, was ich da gemacht habe. Und zwar bin ich jetzt schon hier in dieser to-new-Transformation gelandet, die ich euch da gerade eben an das an mein Input-Feld dran gebacken habe. Und da scheint es hier noch ein Problem zu geben. Genau, das Problem ist, dass in dem Formular halt die ID nicht mitkommt von dem Objekt, was ich da erzeuge. Das heißt, to new ist hier nicht das Passende, sondern ich muss das jetzt mal ein bisschen, muss mir jetzt mal selber eine zusammenbacken. Das ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, um mal kurz zu zeigen, wie das so intern funktioniert. Und zwar nehme ich dafür mal so eine Transformation, die heißen Custom, clevererweise. Und da kann ich einfach eine anonyme Funktion reinpacken und bekomme dann in diesem Value Array da das übergeben, was hier ankommt. Das kann ich jetzt einfach mal nutzen, um euch zu zeigen, wie das so aussieht und auch wie sich da oben dieses Array dann nachher in dem, was ich da gepostet bekomme, widerspiegelt. So. Custom Group Given. What? Wo ist das? To Form in Booth Edition. Ja, okay. Custom Transformation, okay, also. So, ihr seht, das ist das, was jetzt gerade im Moment da drin steckt. Warum ist das denn so geschachtelt? Individual Assessment. Achso, das ist das, was ich gerade abgeschickt habe. Na klar. Das ist natürlich
lustig, wenn da nichts drin steht. Dann trage ich da jetzt mal ein bisschen was ein. Lalala, so, Beschreibung, Inhalt, so, Prüfungsnotiz, dann speichere ich. So, jetzt sieht man, das sind halt die Felder, die da ankommen. Hier hinten, das ist halt beides false, deswegen wird da nichts angezeigt. Aber jetzt könnte ich zum Beispiel, was ich jetzt natürlich machen könnte, ich könnte hier umsortieren, ist logisch. Aber ich könnte hier vorne auch Keys dran machen. So, dann kommen auch die Keys mit, sprich das, was ich da als Ergebnis hier in diesem Value drin bekomme, in diesem hier, das entspricht von der Form immer genau dem, was oben in dieser Section drin steht. Was aber wichtig ist, dass sozusagen diese Strings, die hier verwendet werden, dass das keine Strings in dem Post-Array sind. Das kann man sich hier unten vielleicht einmal kurz angucken. Seht ihr, da sind durchnummerierte Inputs einfach angegeben, und das ist halt extrem wichtig, weil das halt diese Kombinierbarkeit auch von den verschiedenen Formularfeldern halt sicherstellt. Sprich, ihr könnt den Key Title könnt ihr in zwei verschiedenen Formularfeldern verwenden und die in einem Formular zusammenpacken, ohne dass sich das an diesem Key beißt, ne? Sonst würde das nicht kombinierbar sein. So, und jetzt hatte ich ja hier eine ID, die ich gerne da verwenden würde. Genau. Individual Assessment Settings. So. Jetzt kann ich da auch schön diese neue Entpacken-Syntax oder keine Ahnung, wie das auf Englisch heißt, kann man da jetzt gut verwenden von neuen PHP. Und ansonsten hatte mir jetzt ja hier vorne die ID gefehlt. Und dann sollte das vielleicht so schon funktionieren. Unpack. What? Unpack Array with String Keys. Das darf ich nicht, das wusste ich nicht. Ein Grund mehr, das Ding da oben wegzulassen. So, tada. Okay, jetzt können wir ja einmal gucken. Jetzt habe ich hier ja in meiner GUI-Klasse hatte ich das jetzt dadurch ausgelöst, dass ich diesen Request da dran geprügelt habe. Und jetzt könnte ich mir hier einmal angucken, was jetzt in dem Formular an Daten drin steckt. Wieder auf mit Opas Mitteln. Und dann sieht man, das ist halt hier jetzt ein Individual Assessment Settings Object mit den Sachen, die ich halt hier gerade eben angegeben habe oder auch nicht angegeben habe. Das Einzige, was jetzt hier ist, ist, dass es einmal in so einem Array gerappt. Das kommt daher, dass ich ja hier oben, als ich dieses Formular erzeugt habe, auch mein Feld da in dem Array gerappt habe. Ich vermute, das ist einfach noch eine Unschönheit in dieser API, der man sich dann nochmal annehmen könnte, wenn man wollte. Und das werde ich jetzt aber insofern fixen, als dass ich hier in das Formular einfach auch nochmal eine Transformation dran packe, die mir dann da dieses unnötige Wrapping entfernt. So, das ist übrigens auch implizit so ein bisschen die Aufforderung, einfach diese Menge an Transformationen zu erweitern, die wir in dieser Refinery haben, weil zum Beispiel sowas wie das hier, das nullte Element aus einem Array rausholen, das braucht man wahrscheinlich häufig, oder auch das n-te Element aus einem Array rausholen. Deswegen wäre das jetzt natürlich was Schönes, was da einfach als Standardtransformation auch in dieser Refinery fehlt. So, jetzt kann ich das ja nochmal abschicken, also habe ich es gespeichert, ja. Können wir das nochmal abschicken, und dann müsste jetzt dieses Wrapping entfernt sein. Seht ihr, kein Wrapping mehr. So, das heißt, ich habe jetzt ein Formular gebaut, das auf einer ideellen Ebene sozusagen meine Settings als Datum enthält, und die kann ich mir jetzt da rausziehen aus dem Formular mit getData. Also jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was wäre denn, wenn da jetzt Fehler auftreten? So, das kann ich euch auf jeden Fall mal kurz zeigen. Und zwar kommt dann auf jeden Fall erstmal aus dem Formular kommt dann einfach 0 raus. Das heißt, wenn das nicht 0 ist, was da rauskommt, dann kann ich das auf jeden Fall
schon mal speichern. Wie hieß das? Ist Object Set Settings. Und dann this object update. Update. So. Okay, also jetzt brauche ich wahrscheinlich das ganze Zeug hier unten alles nicht mehr. Redirect, genau, machen wir den trotzdem. Okay. So. Ja, fair enough. Get ID. Update Settings. Settings Get ID. Okay. Ich habe gerade eben die. Die Benamung von den Methoden geändert. Das muss ich jetzt mal gerade hier nachziehen. Da. Zeile 71. Get. Ja, okay, jetzt muss ich hier das überall machen. Okay. So, und jetzt sollte der mir diesen Krempel da auch schon drin speichern. Ja, okay. Funktioniert nicht, weil da noch, okay, weil da noch die Methoden falsch benannt sind. So, okay, jetzt hatte ich gesagt, jetzt könnte ich noch kurz was dazu sagen, wie das jetzt mit den Fehlern funktionieren würde. Und zwar hatte ich ja vorhin erklärt, dass ich an die einzelnen Sachen hier auch Transformationen dran kleben kann. Das mache ich jetzt hier einfach mal. Und zwar klebe ich da jetzt mal einen Custom Constraint dran, also eine Bedingung auf die Daten, die da übertragen werden, um euch nochmal einmal kurz zu zeigen, wie das funktioniert. So, ja, jetzt muss ich mir noch Constraints. So, jetzt muss ich mir das wieder nochmal einmal holen, damit ich hier mir das auch angucken kann, wie das funktioniert. So, Constraint Callable Error. So, der Constraint ist, die Callable ist, das ist natürlich einfach, der muss einfach hier einen Check machen. Und wenn der Check nicht funktioniert, dann dann wird der Error ausgegeben, den ich da dran klebe gleich. So. Der Name ist nicht richtig. So, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja, da muss ich noch einmal hier die Factory auch wirklich aufrufen. Custom Constraint. Ja, Refinery muss ich da aufrufen. Ist das andersrum? Ach, ich mache da den Redirect immer. Das ist natürlich Quatsch. Ich darf den da nicht immer machen. Hier mache ich den Redirect immer. So, genau. Dann mache ich den Redirect. Und wenn das null ist, dann gebe ich das Ergebnis auf, damit derjenige sich nochmal überlegen kann, ob das so stimmt, was er da gemacht hat. So. Genau, so. Das sieht man hier, wenn ich jetzt hier eingebe, tolles Objekt. Dann funktioniert das. Und wenn ich da eingebe was anderes, dann kommt hier dieser Fehler. Und das kommt halt dadurch, dass ich hier an diesem Textfeld diese Bedingung halt dran geklebt habe, die sagt, das ist nur dann in Ordnung, wenn der Name, der in diesem, wenn der Wert, das, der in diesem Textfeld drin steht, wenn der tolles Objekt ist und die Fehlermeldung steht dann hier drunter.
Und so kann ich jetzt natürlich an jeder Ebene in diesen Feldern quasi Bedingungen an die Sachen kleben, die da sind. Also ich kann zum Beispiel Sachen gruppieren. Ich könnte jetzt auch an diese gesamte Sektion Bedingungen kleben. Das hat man, glaube ich, zum Beispiel im Test hat man das häufig, dass dann also Bedingungen sind, wie wenn dieses Feld angeklickt ist und in dem das drin steht, dann darf das nicht und solche Sachen. Also ich kann sowohl an einzelnen von diesen Elementen als auch an Konglomeraten von diesen Elementen halt dann so auf diese Art Bedingungen überprüfen und so ähnlich wie wie bei den Transformations, wo es darum geht, dass ich halt da verschiedene Standardtransformationen habe, die ich zusammenkleben kann zu größeren, kann ich halt auch bei den Constraints verschiedene Standard-Constraints zu größeren zusammenkleben. Da haben wir zum Beispiel, ich glaube, ein paar haben wir schon. Kann man sich einfach mal in dieser Factory von der Refinery angucken. Und genau, da hoffen wir natürlich, dass da auch noch viele hinzukommen. Jetzt bin ich fast am Ende meiner Zeit. Ich mache das hier mal wieder weg, weil das natürlich Quatsch ist. Und habe natürlich jetzt noch eine ganze Latte an Sachen zu tun. Das Offensichtlichste, was mir jetzt im Vergleich zu vorher noch fehlt, ist dieser Bereich hier unten. Dieser hier. Und der kommt ja hier in dem Original aus den Object Settings. Und das wäre jetzt natürlich eine schöne Möglichkeit, quasi oder was Schönes, was man diesen Object Settings beibringen könnte, dass die halt jetzt auch einfach so ein Inputfeld herstellen können, was halt quasi zu diesen Daten hier unten gehört, dass ich dann einfach in mein Formular einbinden kann. Aber das ist wahrscheinlich dann einfach ein Thema für einen anderen Tag. So, ich wollte ansonsten noch mal kurz gucken, wie das denn jetzt so mit der Menge von Änderungen ist. Wer weiß, wie ich per Git ausgeben kann? Na, ich kann guck einfach mal rüber. So, meine Vermutung ist nämlich, dass ich jetzt sogar noch mehr Code weggeschmissen habe, als ich hinzugefügt habe. Wahrscheinlich ungefähr gleich. So, und natürlich wäre ich jetzt mit meinem Refactoring auch noch nicht am Ende. Ich müsste jetzt noch überall da die ganzen neuen Methodennamen nachziehen und generell noch ein bisschen aufräumen, das gleiche Spielchen mit den Infosachen erledigen. Aber ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick darin geben konnte, wie die Inputs im Zusammenhang mit der Refinery funktionieren und auch wie man alten Code in das UI-Framework auf diese Art überführen kann. So, jetzt gucke ich noch das nach. Ja, okay. Muss ich jetzt einmal committen. Oder was? Ja, ist okay, ne? Ist slightly weniger geworden. Aber egal. So. Ihr Fragen, die ich euch beantworten kann oder sonst irgendwas, was ich für euch tun kann. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir irgendwie Feedback gebt, wie es euch so gefallen hat. Wir haben ja auch das Forum offen für Fragen zu den einzelnen Vorträgen. Ich werde da auch gleich meine Folien hochladen und werde euch ansonsten alle an der einen oder anderen wollen wir aus diesem Umbauprozess irgendwann mal ein Casual Reading Tutorial machen? Sehr gerne. Was ist ein Casual Reading Tutorial? Es ist eins, wo man wahrscheinlich eins, was man dann abends im Bett mal lesen kann, nehme ich an, ne? So, okay, dann schicke ich euch jetzt nochmal den Link zu dem Forum. Wenn ihr da was wissen wollt, meldet euch. Oder auch gerne persönlich hier. Ich glaube, fast alle von euch wissen, wie man mich erreichen kann. Und ansonsten danke ich euch für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns alle bald mal in echt wiedersehen und nicht nur so dystopisch allein in unseren Buden hocken. Tschüss zusammen.